Buongiorno, liebe Freunde, ich grüße euch. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Heute geht's wieder um einen Füller aus Bella Italia. Und ja, in letzter Zeit muss ich sagen, bin ich doch recht großer Fan geworden italienischer Füllerbaukunst und italienischer Designelemente, ja. Und heute geht es um einen weiteren aus dem Hause Leonardo Officina Italiana. Ja, dieser Füller wurde mir zugeschickt von der lieben Chrissy. Die liebe Chrissy ist Sizilianerin. Ja, also von Don Chrissy. Ich habe dir einen Füller zugeschickt. Warum magst du nicht eine schöne, wunderbare Review davon? Hey. Was habe ich dir getan? Ich bin immer gut zu dir. Ja. Leute, Spaß muss sein. Liebe Chrissy, bitte sei nicht böse. Ich habe nur Spaß gemacht. Gell? Bitte schick mir keinen Tod. Schick mir bitte keinen Pferdekopf. Ja, bitte. Okay, Spaß beiseite. So, jetzt fängt wieder der Ernst des Lebens an. So, Leute. Die liebe Chrissy, die hat mir ihren Füller zugeschickt, den sie gekauft hat, mit mir zusammen bei Papier und Stift, Anja Gebler. Und, ich muss sagen, die Verpackung macht schon was her. Ja, das, dieses, diese Pappschachtel, die ist so ein bisschen reflektierend. Das ist so ein bisschen so, als ob da so eine Art Glitzer drin wäre oder sowas. Ja, echt schön, muss ich sagen. Hier an der Seite dann der Leonardo-Schriftzug drauf mit diesen Flügeln hier drauf. Ich denke jedenfalls, dass es Flügel sind. Ich glaube es. Ja. So, dann kann man hier eine Box hinausziehen. Und da unter dieser Box ist noch eine Box. Ja, hier wird es dann schon konkreter. Ja, also schwarz mit diesem ja, aufgedruckten Leonardo-Schriftzeichen drauf. So, hier, das kann man hier aufmachen und dann die eigentliche Box herausholen. Schick. Fühlt sich auch schön an. Ja, also es ist, ich kann gar nicht sagen, woraus das ist. Es ist, ja, also die, ich denke mal, die allerteuerste Box wird es nicht sein, aber sie sieht auf jeden Fall schön aus. So ein kleines bisschen gepolstert ist sie auch, aber das wirklich Interessante ist natürlich hier in der Box drin. Ja, so, und da haben wir natürlich die üblichen Guzia, ne, die immer in diesen Verpackungen drin sind, ne, die Guzia. Kein Babisch gut, ja, wie man in Hesse sage, gell, aber zumindest so ein paar schöne Sachen, die uns sagen, du hast dir ein schönes Schreibinstrument gekauft, ja, und wir wissen zwar nicht genau, was du mit dem Zusatz hier drinnen anfangen sollst, aber es gehört zum Standard heutzutage dazu und darum legen wir es dir natürlich auch bei, ja. Sieht auf jeden Fall schön aus, ne? Das ist so ein Material, so Aquarellpapier würde ich sagen. Könnte man, wenn man möchte, wollen würde, jetzt zum Beispiel so eine Art Swatch drauf machen, so ein Tintenswatch oder sowas. Ja, und dann haben wir hier noch einen Beipackzettel zu Risiken und Nebenwirkungen. Fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Schreibwarenhändler oder so ähnlich. Ja, wo wir dann so gezeigt bekommen, so schöne Bildchen mit verschiedenen Momento Zero Modellen drin, ja. Also schön, schöne Sache. Jetzt nicht unbedingt als Klolektüre zu empfehlen, ja, weil dafür ist das Heftlein zu dünn, würde ich sagen. Ja, also schon schöne Modelle dabei. Ja. Das Wichtigste natürlich aber ist hier, liegt hier in diesem schönen Bettlein drinne, in diesem gepolsterten Bettlein hier drinne, nämlich der Füller. Der Leonardo Momento Zero, lass los. Lässt du das jetzt los? Aus. Siehst du, brav, geht doch, ich gewinne sowieso immer. Also, der Leonardo Momento Zero in der Ausführung Blue Hawaii. Ja, den Momento Zero gibt es auch in der Grande-Version. Das heißt also, der ist dann nochmal so ein Stückchen größer, ja, nicht so viel, aber vor allem auch ein bisschen dicker. Und mit Goldfeder meine ich sogar, auch mit Goldbeschlägen. Ist auch um einiges teurer, natürlich, klar. Das Markanteste
An diesem Füller ist aber, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt so diese abgerundete Form hier oben, ja, so spitz verlaufend, sondern sieht man hier ganz klar, ne, dieses Farbpattern. Ja, also der Farbverlauf der verschiedenen Materialien, die hier quasi mit eingebettet wurden. Im Geschäft habe ich gesagt, mir gefällt es nicht, weil entweder der Füller ist blau oder er ist braun, grau, er ist, ja, und er ist irgendwie alles. Ich muss aber sagen, es hat was. Es hat was für sich, ja. Vor allem, man hat hier von mehreren Elementen hier was mit dabei, ne? Mit dieser 3D-Optik, ne? Die eine gewisse Tiefe zeigt. Ja, hat schon was. Ja, ich muss sagen, für Leute, die pinzig, also nicht pinzig, ich sag's anders da. Also für Leute, die erwarten, einen Füller zu kaufen, der perfekt aufeinander abgestimmt ist. Ja, also was so, wenn es darum geht, hier die Muster aufeinander abzustimmen, da seid ihr, glaube ich, bei diesem Füller hier falsch, weil ich habe es versucht, egal wie ich es drehe, egal wie ich es wende, es wirklich passen tut's nie so wirklich. Ja, also wenn man jetzt so jemand ist wie David Parker zum Beispiel, der Augenzucken bekommt, wenn die Kappe nicht auf einer Linie ist mit dem Pattern, das auch auf dieser, also mit diesem Farbverlauf, der auf der Kappe ist, dann kann man mit diesem Füller echt also ein paar Albträume bekommen. Ich persönlich, ich bin da vollkommen entspannt, weil es ist letztendlich auch nur ein Gebrauchsgegenstand, aber ein schöner. Ja, der kostet auch so um die, so zwischen 100, 130, 170, 180, 190 Euro, je nachdem. Also ich meine, ich habe den ja gekauft, ne, zusammen oder wir haben ihn gekauft, mit diesem Leonardo hier, dem Furore. Der hat gekostet auch so um die 170, 180 Euro, so um den Dreh. Ja, ich werde natürlich auch die Füller auch verlinken. Könnt ihr mal gucken, was er kostet aktuell. Und auch hier muss ich sagen, dass das tollste Designelement, was auch nützlich ist, ist natürlich auch hier diese blinde Kappe hier oben oder dieser blinde Drehverschluss, der es mir ermöglicht, ne, dann, wenn ich mir jetzt nicht die Finger schmutzig machen möchte, dass ich dann den Füller mit der Feder in die Tinte rein tue und dann einfach hier oben die Tinte aufsaugen kann. Und dann habe ich auch weniger Schmutz im Behälter und weniger Schmutz an den Fingern vor allem. Ansonsten aber muss ich sagen, der Clip ist derselbe wie beim Furore. Ja, also auch mit diesem Rädlein hier, auch dieses Designelement mit diesen, ja, der hier, der hat drei Kappenringe. Der Furore, der hat nur zwei, dafür zwei dickere. Beide Füller haben ja auch hier an der Sektion, also zwischen der Sektion und dem Behälter, auch nochmal so einen ja, silbernen Ring. Und natürlich hier oben auch, was das so ein bisschen so optisch auch abtrennt, ne, diesen Knopf, der sich auch nicht matchen lässt. Ne? Also ich glaube, also ich habe das Gefühl, die haben jetzt nicht jeden Füller aus ein und demselben Blank gebaut, sondern wie so eine Art aus der Maschine, blub, 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 und dann wird einfach da reingegriffen und irgendein Stück genommen, was dann also verarbeitet wird und zusammengesetzt wird. Das ist so meine Vermutung. Vielleicht ist aber genau dieses Designelement, ne, dass es halt nicht alles stimmig ist, ist vielleicht aber auch so gewollt. Kann ich jetzt nicht sagen. Auf jeden Fall, ne, das hat so ein gewisses, so eine gewisse Art von Chaos in sich. Ja, ich meine, die Natur, Blue Hawaii, ja, soll ja darstellen, das Meer und Felsen, Sand, Strand, sowas, also Natur. Also etwas, was sich auch schwer kontrollieren lässt, was auch seinen eigenen Willen folgt, seinen eigenen Gesetzen folgt und ist vielleicht auch so mit in dieser Designphilosophie mit drinne, ein Stück Natur, das sich nicht kontrollieren lässt. Und deswegen ist, wie es ist, und da kann man nichts machen, ist es so eine Idee, keine Ahnung. Auf jeden Fall.
Wie schreibt der Füller? Was mir bei diesem Füller auffällt, aber das ist nur bei dem da hier so. Hört ihr das? Ich kann damit Musik machen. Ja, weil irgendwie scheint der Konverter, ja, der ist ja auch so ein kleines bisschen lose drin, so ein bisschen locker. Ja, der scheint dann hier drinnen gegen diese Kappenwände oder gegen diesen Drehknopfwand zu klappern. Ja, schlimm ist das nicht. Aber ja, Natur halt, ne? Es ist, wie es ist. Muss man akzeptieren oder es lassen. So, also der Leonardo. Ich habe heute erst die ganze Zeit damit geschrieben in der Schule. Hat wunderbar funktioniert. Jetzt hat er hier so ein bisschen Anschreibschwierigkeiten. Leonardo Momento Zero. Das ist eine feine Feder. Die Tinte, hat mir die liebe Chrissy gesagt, ist... wie heißt denn die Marke jetzt nochmal? KWZ, nicht KWZ. Krishna. Genau, Krishna. Krishna Moon View. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob vielleicht der Konverter leer ist. Nee, ist er nicht. Ja, auch hier. So sieht das dann aus. Na, auch hier mit diesem schönen Leonardo-Logo hier auf dem Dreh, auf der Drehvorrichtung dafür. Moonview. Ja, also da, was ist jetzt hier los? Hör mal, den ganzen Tag hast du gut geschrieben und jetzt auf einmal machst du mir jetzt, hier, du blamierst mich hier voll, gell? Obwohl, nee, du blamierst dich selber. Hallo? Hallo? Na also, geht doch. Ja, wunderbar, jetzt schreibt er wieder. Vielleicht war da ein Luftbläschen drin oder so im Konverter. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, er schreibt es wieder. Okay, Leute, soll ich ihm nochmal eine Chance geben? Soll ich? Okay, ich gebe ihm nochmal eine Chance. Also, wir machen mal kurz unser Hirn auf Reset. Ne, ich mache jetzt nicht mal ein neues Video. Also. Leonardo. Momento Zero. Mit einer feinen Feder. Krishna. Moon. View und der faule Fuchs wieder. Ne, der schnelle braune Fuchs springt über den faulen Hund. So. Jetzt, mein Freund, hast du dich jetzt bewiesen und gezeigt, was du drauf hast, so wie ich dich heute in der Schule erlebt habe. Mal zum kleinen Vergleich, wie eine M-Feder schreibt. Ja, hier im Furore habe ich eine M-Feder drinne. Ja, also da sieht man jetzt schon einen deutlichen Unterschied, ne, zwischen der feinen Feder und der Medium-Feder. Und ich muss sagen, dafür, dass das auch eine Stahlfeder ist, gibt sie mir
ein bisschen was an Flex, an Linienvarianz. Ja, ohne dass da jetzt Railroading entsteht oder so. Also der Tintenfluss ist sehr gut, muss ich sagen. Auch dafür, dass es eine feine Feder ist. Also ich habe jetzt die Feder nicht bearbeitet. Die ist jetzt quasi so out of the box. Die Chrissy hat die Feder also meines Wissens nach auch nicht bearbeitet. Und da kann ich nur sagen, da merkt man mal wieder, wie unterschiedlich die Federbearbeitungsqualität bei Leonardo doch so ist, ne? Das ist, dass der eine Füller geliefert wird mit einer optimal schreibenden Feder, die absolut traumhaft ist, und die andere Feder ist, hat man also das Gefühl, die ist gar nicht, die ist irgendwie gar nicht bearbeitet worden, ja, oder ist runtergefallen und trotzdem verwendet worden oder was auch immer, keine Ahnung, ja. Da muss ich aber auch sagen, das hat uns auch die Anja gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas Böses sage oder sowas, ja, ich will aber auch ehrlich sein, dass die Italiener allgemein, das ist so ihre Erfahrung im Vertrieb, die Italiener machen wunderschöne Füller. Was Design betrifft, haben die's echt voll drauf. Aber jetzt Federqualität betrifft, sind die nicht immer alle optimal, ja. Man kann da einen Füller haben, der schreibt perfekt, ein anderer, der schreibt eher schlecht. Man kann natürlich den Füller einsenden. Sie hat aber die Erfahrung gemacht, dass oft die Firmen zu lange brauchen, um darauf zu reagieren. Ja, und da ist dann für mich dann wiederum jemand wie der Mislav Lukacevic interessant, also von FP Nips Repair, dem ich dann den Füller zuschicken kann. Ich warte vielleicht 2 Wochen und der Füller ist wieder da und die Feder ist optimal. Klar, ich bezahle dann, keine Ahnung, 30, 40, 50 € oder sowas. Aber dann weiß ich, ich habe ein Schreibinstrument, das ist, wie es ist, so wie ich es haben möchte. Ja, vor allem weil auch, wenn man jemanden hat, dem man vertraut, dem man seine Feder anvertraut, der hält auch Kontakt zu einem, der hält einen auf dem Laufenden. Und das ist immer eine richtig gute Sache, ja. Also in diesem Fall hier muss ich echt sagen, die Feder schreibt sehr gut. Hat ein bisschen Feedback, beziehungsweise ja, Feedback. Also sie macht Geräusche, meiner Meinung nach angenehme Geräusche, die zu einem Füller dazugehören, ja. Aber eindeutig kein Kratzen. So. Jetzt kommt der obligatorische Füllergrößenvergleich. Auch hier möchte ich gerne anfangen, natürlich mit den Italienern. Leonardo Momento Zero. Dann das Pendant, das in meinen Besitz übergegangen ist, der Leonardo Furore Blue Galaxy. Dann geht's weiter. Der Visconti Van Gogh. Der Pinader Avatar. Und der Homo Sapien. Nee, Visconti Homo Sapiens. Ja, also eine Batterie, italienischer, schöner Füller. Und wenn man das jetzt so in Relation setzt zu anderen Füllern, haben wir hier einmal einen deutschen Pelikan M1000, einen Lamy Allstar, Twisby Eco, einen nehme ich raus, den nehme ich jetzt raus, ja genau, weil ich habe dann auch den hier, Pelikan M400. Und um es richtig lütt werden zu lassen, der Caveco AC Sport. Ja, also der Italiener ist jetzt eingekreist von ein paar Deutschen, aber macht nichts, weil die sind alle Freunde. So, Federgrößenvergleich. Der Leonardo Momento Zero. Dann der. Ach komm, warum nicht hier? Genau, komm, ich mach das jetzt so. Nicht Leonardo. Visconti Homo Sapiens.
Mann, Mann, Mann. Nochmal die Kurve gekriegt. Visconti van Gogh. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Na, wie heißt der? Schreibt mir in die Kommentare. Nee, Pineda Avatar. Jetzt habe ich es wieder. Kein Kommentar rein, ja. Also. Ja, so, wo mache ich jetzt weiter? Da war noch einer. Da war doch noch einer. Wo, ah ja. Die wieder zurück. Die Italiener kommen da jetzt raus. Und die Deutschen kommen rein. Pelikan M400. Ach Quatsch, M1000. Ja, ADHS, oh. Ich habe ADHS, oh. Lamy All-Star. Dann der Pelikan M400. Dieses Mal ist es der M400. Und der. Was ist denn hier los? Ach so, da war irgendeine Schienentinte drin oder so. Kaweco AC Sport. Ja, also kann man sich gut vorstellen. So. Ja, Freunde, und damit, jetzt muss ich gucken, ich habe hier wieder alles voll mit Füllern rumliegen. Soll ich euch mal ganz kurz einen Einblick zeigen, was hier alles so rumliegt? Nee, das wollt ihr nicht, aber zumindest was hier alles an Füllern rumliegt. Ja, jetzt kriegt bestimmt wieder der liebe, wie heißt der nochmal? Freddy, einen Koller, weil ich jetzt wieder alles hier so rumräume. Alles Füller, und das sind jetzt nur die, an die ich gerade rankomme. Also, hier ist es. Da sind noch welche. Da, da. Das sind jetzt nur ein paar. Also, es sind nicht alle. Es sind nur ein paar. Ja, hier ist auch noch einer. Und das, ja. Also, nur damit ihr euch ein kleines Bild machen könnt. Jetzt muss ich suchen, wo ist denn. Ah, daneben liegt er. Freddy, sei stark. Freddy, sei stark. Das sind. Das sind unverwüstliche Füller. Muss ich dir nur einbilden. Sei stark, Freddy. Es ist vorbei. Guck, Freddy, ist doch alles gut. Spaß muss sein. Ja, okay, Freunde. Also, liebe Chrissy, vielen herzlichen Dank, dass du mir den zugeschickt hast zum Testen und zum Reviewen. Obwohl ich gesagt habe, er gefällt mir nicht, finde ich ihn jetzt mittlerweile doch gar nicht mehr so scheiße. Also vom Design her zumindestens. Feder schreibt auch sehr, sehr gut. Ob ich mir den jetzt kaufen würde, weiß ich jetzt nicht, weil wenn ich jetzt so vergleichen würde, muss ich sagen, vom Design her gefällt mir dann meiner doch besser, aber das ist reine Geschmackssache. Ist meine eigene Präferenz. Ich mag dieses rundlichere Design hier doch ein bisschen mehr, und dennoch hat auch was. Und ich kenne auch ein paar Leute, die haben den auch und mögen den auch, und absolut zu Recht. Ne? Wunderbar. Ich zeige nochmal ganz kurz so diese Farbaspekte hier drinnen. Vielleicht kann ich es mal so kurz mit dem Zoom-Faktor hier machen. Ja, das hat schon was, oder? Hat vielleicht was Beruhigendes, oder? Vielleicht sollte ich mal so Einschlafvideos machen, wo ich den Mund halte und einfach mal so eine Stunde oder so oder 5 Stunden so schön gemalte Füller einfach in die Kamera halte und dabei drehe. So zum Einschlafen, so zum Beruhigen, ne? Wie so eine Art Aquarium oder so. Nee, Spaß mache ich nicht. So viel Zeit habe ich gar nicht. Ja, also es hat schon was. Ja, nochmal kurz der Furore, vielleicht nochmal so zum Abschluss. Schön, da, ah, herrlich.
Ja, Freunde. Und damit bin ich ja schon wieder am Ende für heute. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Habt ihr Fragen? Dann fragt sehr gerne. Ansonsten gerne auch ein Like da lassen, einen Kommentar. Abonniert mich auch gerne. Freue ich mich immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Review, Freunde. Bis bald und ciao.